kann ja noch nicht weit sein. Hier irgendwo sein, Jungs. Er gehört euch, Jungs. Sie versuchen, den Kopf einzuziehen. Oh Mann. Er hat mich fest im Griff. Auf der offenen Straße, Gefecht hier, ey. Ja, ich auch. Was machst du da? Dann hat er nicht in der Knarre liegen lassen? Nee, hat er nicht. Schitten. Okay. Vier Munition. Das ist 3-4 Schuss. Ich sehe ihn. Da ist er. Er tötet unsere ganze verdammte Gruppe. Gute Nacht, John Boy. Ich hab den Schwanzlutscher. Scheiße. Ach, Alt-Taste. Boah. Was? Ach man, ey, dieses Scheißprogramm. Jetzt mit mir jetzt nicht das Spiel. So. Da hab ich noch 7 Schuss. Leer. Ich suche mir eine Deckung. Und was jetzt? Alter, was am... Mann! Der schlachtet uns ab! Schick ihm einen Molotow! Ah! Junge, Junge, Junge! Das war aber knapp! Gern geschehen. Na, das ist. Hab ihn! Da entlang! Bin eingekesselt! Gibt's nicht, Kopfschuss oder dann? Immer was wir aufsammeln können. Hm.
Meeting, was? Meeting is called. Notiz lesen. Versammlung wird zur Ordnung gerufen und die Anwesenheit festgestellt. 34 Mitglieder anwesend und überprüft. Nachdem Mr. Greco und seine Mitarbeiter anwesend sind, wird auf Antrag namentlich abgestimmt, ob Mr. Greco der neue Gewerkschaftsvorsitzende werden soll. Stimmen für Ja, eine Stimme für Nein von Mr. Kelly. Mr. Kelly wird aus dem Saal geleitet. Mr. Greco spricht zur Versammlung, versichert allen Anwesenden, dass die Gewerkschaft unter seiner Führung stärker werden wird. Er ermahnt alle Mitarbeiter, ihren Pflichten nachzukommen. Er warnt sie, dass er andernfalls zu der Einschätzung kommen müsse, dass ihre Hingabe an die Gewerkschaft nicht so umfassend sein wie erwünscht. Mr. Greco schließt die Versammlung. Okay. Achso, wird eh. Sind wir fertig? Ach, jetzt können wir das machen. Okay, vorhin ging das nicht. Okay. Kein Problem. So, neues Ziel. So. Das haben wir. Totkopf da oben. Gewerkschafts... Okay. Wir machen, ich glaube mal, Gewerkschaftserpressung. Erledige Vollstrecker der Gewerkschaft. Okay. Ich glaube, wir machen erstmal das und dann... Wie viel Kohle? 2,7. Ja, wir fahren mal darüber. Das kriegen wir, denke ich mal, noch hin. Huben. Warte, ich versuch das noch mal. Bevor das muss ja besser. Dann machen wir das nochmal, aber nicht, dass wir diesmal sterben. Oh Mann! Wir haben eine Meldung über einen bewaffneten Schwarzen. Mächtig, River Row. Schaut doch mal nach.
Wo zur Hölle ist er? Schätze, ich sollte es woanders versuchen. Ach Scheiße. Clay, renn doch mal. Was ist denn los mit dir, du Stinker? Toll. Das gibt's doch nicht, ey. Ich war fast fertig mit dem Sauhaufen. Mein schönes neues Auto. Jetzt zum Matsch fahren. So. Warten wir mal, bis sie das Abblasen tut. Okay, da geht's gar nicht weiter, okay? Schade. Okay, sehr schön. Fast, ja, dann wieder zurück. Das hat also nicht geklappt. Dann lasse ich das lieber. Ich mache dann noch einen anderen Auftrag. Auf der ganz bestimmt nicht vorne rum. Hinten rum, park mal eine schöne Karre da. Oh, viel mehr tolle Autos. Kann man nicht rein? Nein, was man hier sagt. Ich will's nicht nochmal sagen müssen. Ruft nach, hier ist jemand von weg hier. Weg hier. Such da drüben, Leute. Scheiße ist. Scheiße ist die Ärger. Ich seziere dich wie einen toten Frosch. Komm mal hier hin. Will nicht. Was hat dich versteckt beim Auto? Ich finde diese hinterhältige Ratte. Alte Sauratte, du!
Wo ist er denn? Komm hoch. Ja. Die Knarre wollte ich aber nicht haben. Selber bereicht. Oh, das haben wir auch erledigt. So, jetzt haben wir schon wieder. Da, ja, guck mal, Kohle läuft, hä? Ja, bleib ich bei dem. Ah, Kohle, man läuft, ey. So, sind wir hier fertig? Müssen wir hier noch irgendwas anstecken, Luft jagen? Ich habe da keine Ahnung. Ja, bald scheiße, sind wir fertig. Mir wird noch nichts mehr angezeigt. Also machen wir uns vom Acker. So. Doch, ich schon. Dann machen wir das Ganze nochmal. Da wir die jetzt auch aus. Sehr geil, Virus. Was? Du sollst doch einsch. Du zibrierender Alte. Sie Scheißkarre weg. Jetzt wissen wir nicht mehr, ob der abgebogen ist. Ich halte mich dran. Brauchst du keine Angst haben. So. Escape. Gut. Das haben wir. Das haben wir. Was haben wir? Fahren wir jetzt mal hier hin? Ne, ich fahre jetzt erstmal. Genau. Erstmal Kohle wegbringen. Ich will auch diese 3.500, will ich das erstmal. Ich wollte jetzt gerade losfahren. Ich entscheide, wann ich fahre. Ja, kommt vor mir noch raus, ist klar. Wow. Brauche ich nicht mehr. Meine Karre hat einen weg, nachdem ich diesen Auffahrunfall jetzt gerade hatte. Ja, Motorschaden. Oder Achse verbogen. Kann ich auch immer. So, bringen wir erstmal die Kohle weg. Und mal gucken, was da unten neben unserem Portemonnaie, das mit den Sternchen, mit dem. Ah, das heißt insgesamt haben wir jetzt 30.000. Okay, cool. Finde ich immer nice. Können wir uns mal ein anderes Outfit zulegen, oder? So. Aus wie nee, das gefällt mir nicht. Dann gehen wir mal ein weiter. Polo Clay. Aber machen wir den dann mal. Sieht aus wie so ein Hobby Entenjäger. So, auf damit.
So, dann wollen wir uns bei einem nach dem Dings, ich glaube, was haben wir hier? Jock Blanchard, als erfahrener Gewerkschaftsleiter hätte er die Dockarbeitergewerkschaft lieber unter den Leitung von Vitus, einem Kriminellen, dem seine Leute vertrauen können. Fahren wir da mal hin. Das sieht ja irgendwie aus, als hätten wir das noch nicht gemacht, aber machen wir, fahren wir einfach mal gucken, was kommt. Das ist alles für Autos, ey. Ich hätte ja gerne die Musik dabei gehabt, aber in dem Spiel ist das halt Monetarisierung gleich nichts gewesen. Aber ohne macht es, glaube ich, nur halb so viel Spaß, aber halt die Klappe. Wenn dir einer hupt, dann bin ich das. So. Gehen wir gleich da, denke ich. Falls abgebogen, dann fahre ich jetzt einfach mal hier rein. Kann man noch eine Blocke rumfahren? Ja. Haben wir nämlich mit dem schon geredet, aber vielleicht tun wir es nochmal. Mal gucken, ob er irgendwas anderes zu erzählen hat. So. Hab gehört, du hast Vito geholfen, das Lagerhaus zu übernehmen. Er ist darüber verdammt glücklich. Tourette nimmt gar keine Notiz von dir, solange du der Dockarbeitergewerkschaft nicht schwer schadest. Okay. Gut, das. Da kommen wir nicht drum. Da müssen wir das, die Dockarbeiter, mal ärgern. Schon. Nicht in der Hose lassen kann.